5, 4, 3, 2, 1. Hi Leute, hier ist euer Das Blackhawk LP und ich bin heute mit Minecraft wieder. Es wird ein Let's Play, aber wir müssen aufpassen. Denn es heißt Day Z. Wir werden jetzt einfach mal reingehen und uns diesen Mod angucken, weil es ja ein Mod ist. Und los geht's. Es ist gerade Tag. Wir spielen einen normalen Modus ohne Too Many Items und wir haben 12.000, oder ja, wir haben 12.000 Blut und 0 Zombies in diesem Gebiet. Okay. Und es ist Minecraft, aber mit einem DayZ Mod. Und ihr könnt mir gerne ein paar Mods aufschreiben, die ich teste soll. Das wäre nämlich auch eine Freude für mich. Wäre nämlich immer echt cool. Und ja, wenn ihr es wollt, dann macht es ruhig. Denn ich würde gerne für euch Mods testen. Kohle. Sieht unsicher aus. Wir brauchen Werkzeug und Nahrung, weil das ist jetzt das Wichtigste. Oh, Nahrung. Dankeschön. Ihr kennt ja alle DayZ von, na gut, alle von Arma 2. Ist auch ein Mod. Und da muss man ja auch ums Überleben kämpfen. Wir haben noch voll Blut, alles voll. Give me chicken. Please. Danke. Gleich so viel Huhn hier am Anfang, das ist doch fantastisch. Komm doch mal her. Und nachts kommen dann die fürchterlichen Monster. Und wir sind nirgends verholzt. Oh, doch da. Autsch. Wir haben ein bisschen Blut verloren. Ihr habt gesehen. Was ist denn was? Auch wenn ich jetzt vermutlich vergiftet bin. Kriegen wir wieder Blut dazu? Und wir müssen gut aufpassen. Weil die Zombies, stehen Zombies. Also glaub mal, wie viele Zombies in diesem Gebiet sind. So genau weiß ich das nicht. Ich habe mir den Mod vor ein paar Minuten, na gut, vor ein paar Minuten, so vorhin runtergezogen und hab mir gedacht, let's play ich das einfach mal. So, mag ich mal ein paar, ne, Werkbank. Und erstmal ein Stick für mein Werkzeug. So, und dich nehme ich dann gleich wieder mit. Ich sollte noch einen passenden Skin für diesen Mod raussuchen, vielleicht. Das wäre nämlich auch bestimmt schön. Und ich würde gerne meinen Futter braten. Da ist die Kohle. Mit der Kohle. Immer her damit. Zack. Musik. Okay. Stein brauchen wir auch. Und Erz kann ich daneben. Ey, das ist doch wunderbar. Upsala. Koordinaten. Minus 175,23. Okay. Und wir ernten ein bisschen Kohle. Und ein bisschen Stein. Kohle macht nämlich glücklich. Ich bin glücklich. Tsching. Desert. So.
Zack. Zack. Oh, wie viel Kohle ist denn noch hier? Das ist das reinste Kohleparadies. Null Zombies. Das ist schön. Yippie. Zack. Ich fühle mich hier schon viel wohler. Zack. Das kann man Glück nennen. Glück, Glück, Glück. Und aus dem Erz kann man sich gleich dann neue Werkzeuge machen. Ich werde mir daraus eine Waffe basteln dann. Man kann leider kein Erz mit einer Holzspitzhacke abbauen, weil das Erz wieder härter ist. Deshalb brauchen wir noch ein bisschen mehr Stein. Und nachts wird sich diese Anzeige füllen mit Zombies Version 7.0. So, packe ich einfach mal jetzt hier hin. Und dann werde ich das da auch gleich damit abbauen. Salam. Noch Mausrad, okay. Zack. Sehr schön. Jetzt mal ab hier. Auf in den Dschungel. Am besten ich mach einfach mal zu essen. So. Es geht die Sonne auf oder unter? Ich meine, sie geht auf. Scheiße, sie geht unter. Das ist schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen hier. Und ich mache mir jetzt erstmal eine kleine Waffe. Ups, na, okay. Brauche erstmal wieder Sticks. Für eine Waffe, um die Zombies ein bisschen mit meinen Schwertern zu bekämpfen. So. Du kommst dann auch wieder mit. Und jetzt hat unser Dings den Geist aufgegeben. Zack. Und Waffe. Kühe, Kühe, die geben meisten Fleisch. Die geben das meiste Fleisch. Da, drei. Kann man zum Überleben nämlich gut gebrauchen. Da, ich zeig's. Sieben Fleisch. Und euch lasse ich einfach mal leben. Ist schon fast Nacht. Es wird dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. Ich mag die Nacht ehrlich gesagt überhaupt nicht in Minecraft. Oh, Vorsicht, verliere kein Blut. Vorsicht. So. Zack, zack. Das reicht. Ich muss sparsam sein. Schafe. Ich habe jetzt Angst, da runterzukommen. Gehen. Aber ich bräuchte ein Bett. Ich komme gleich wieder.
wurden gerade kurz gestört und ich habe die Aufnahme kurz abgebrochen. Wir wollten gerade Schafe jagen. Und hier ist unser Baum. Mäh. Okay, wir haben. Okay. Auf hoch, hier war es, wird jetzt langsam Nacht. Und in der Nacht kommen die fiesen Kreaturen, die uns ans Leder wollen. So, wir machen es uns jetzt hier oben erstmal ein bisschen gemütlich. Zack. So. Ein Bett. Pack dein. Hey. Aufstehen. So, wo bleiben die Zombies? Ich will hier jetzt nicht runterfallen. Guck. Da geht die Sonne unter. Also wie gesagt, schreibt in den Kommentaren, was ich von Mods testen soll. Also ihr könnt mir ruhig ein paar Mods reinschreiben, wenn ich so... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab grad erschrocken, ich fall hier runter. Egal was für Mods, schreibt einfach rein und ich teste die dann, falls ich die dann gezogen kriege. Ja, keine Zombies. Wir könnten ein bisschen weiter nach vorne gehen. Da sind die Kühe. Da ist ein Creeper. Aber der wird irgendwie nicht angezeigt. Ich glaube, da muss man dicht daran. Oh, die gelten nicht zu Zombies. Wer weiß. Ist das da? Da draußen weiß ich nicht, was laut der sichere Tod auf uns. Na, hoch mit dir. Dann ab ins Bett und am nächsten Tag geht's dann weiter. Gute Nacht. Ich weiß nicht, ob es einen zweiten Part geben wird. Ich denke nicht. Ich glaube, es wird bei einem Part bleiben, wo ich euch den Mod ein bisschen zeige. Autsch, wir haben Blut verloren. Schon wieder ein bisschen Blut verloren. Wo ist der Zombie? Da ist er. Ich weiß nicht, wie viele da angezeigt werden. Zombies 0. Hat ein Zombie getötet. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ein Apfel. Und wir schlagen uns durch den Urwald durch. Mit Kakaobohnen. Wir haben zwar bestimmt nicht genug Nahrung, aber das ist... Was war das? Flaschattacke, Arschbombe! Apfel. Noch ein Apfel. Na gut, okay, der Mod ist Minecraft-mäßig, ne? Wir können mal hier rauf gucken, ob die Koordinaten stimmen.
Ja, kann sein. Zuckerrohr. Was jetzt noch machen? Also hier nein. Okay. Wir sollten nicht rennen. Sehr besser. Andauernd werde ich hier gestört, ey, aber ist auch nicht so weiter schlimm. Wir können ja weiterführen. Wir rennen einfach mal über saftige Wiesen für die Schafe. Ist für mich kein richtiges DayZ hier eigentlich. Kannst ja gerne mal die Höhle hier angucken. Ich mach mal ein bisschen heller. So. Hier haben wir Kohle. Die ich jetzt mitnehmen will. Oder auch nicht. Ich nehme die Kohle mit. Da geht's tief runter. Ich höre Skelette. Ein Skelett vermutlich. Wir werden mal nachgucken. Autsch! Wow. Ach da. Geil. Geht ganz schön tief runter hier. Wow, das hat ja gar nicht darauf. Gibt's hier Redstone? In dieser Höhle werden wir jetzt sterben. Würde ich meinen. Aber wir schwimmen einfach mal wieder hoch hier. Ich brauche kein Redstone. Wir bauen uns einfach mal nach oben. Oder ich baue mich mal nach oben. War eine schöne Höhlenerkundung, hat mir gefallen. So. Oh. Das ist noch nicht hoch genug. So. Können jetzt erstmal den Stein hier nehmen. Wir müssen jetzt unseren Stein opfern. Ich könnte auch sagen, ob es einen zweiten Part geben soll, aber ich will immer ein Aua sein. Scheiß Kies, Junge. Es wird dunkel. Los. Wir haben nur noch 4000, 5400 Blut. Müssen vorsichtiger sein. Und jetzt kriegen wir wieder Blut. Okay, ich würde mich jetzt schon auf den Baum stellen. Und dann diese Aufnahme hier beenden. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr das Übliche tun, was ihr sonst auch woanders macht. Daumen hoch. Ja, ich
verabschiede mich erstmal hier in Minecraft DayZ. Und dann sage ich einfach mal, sehen wir uns in der nächsten Folge oder in einem anderen Mod wieder oder in einem anderen Spiel. Tschüss.